Herzlich willkommen bei unserem heutigen Heiligenfeld-Podcast. Anknüpfend zu unserem letzten Podcast zum Thema Loslassen haben wir heute nochmal Andrea Sturm bei uns, die mit uns eine kleine Reise zum Thema Loslassen machen möchte. Und die beginnen wir jetzt. Viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank dir. Und so setz dich nun erstmal bequem hin oder vielleicht kannst du dich sogar hinlegen, machst dir gemütlich und stell sicher, dass dich kein Handy stört, kein Klingeln und du wirklich in Ruhe sein kannst. Und dann lass nochmal eine letzte Bewegung vielleicht zu, die es braucht, damit du dich gut entspannen kannst und nimm nochmal einen bewussten, tiefen Atemzug. Und lass dabei die Luft bis tief in deinen Bauch hineinfließen. Und beim Ausatmen lässt du nun ganz bewusst los. Lässt also deinen Bauch wieder nach innen fallen. Und so nimmst du noch einmal die Auflagefläche wahr, an denen dein Körper sein Gewicht abgibt. An die Unterlage, vielleicht an die Rückenlehne, an die Sitzfläche oder dein Sofa und dein Bett. Und gibst mit jedem Ausatmen ein bisschen mehr an Gewicht ab an die Unterlage. Vielleicht sogar ein Gefühl, als würdest du ein klein bisschen tiefer hineinsinken. Und während dein Körper hier also sicher ruht, dein Atem ganz von alleine fließt, wenn man so will, dein Unterbewusstsein perfekt für dich sorgt, bitte ich dich nun in deiner Vorstellung auf einen Weg zu gehen. Ein Weg im Freien, so wie er gerade auftaucht vor deinem inneren Auge. Und wann immer vielleicht ein Bild nicht gleich auftaucht, dass du es einfach weiterziehen lassen und schaust, wann der nächste Impuls dich erreicht. Und so laufe den Weg entlang, der allmählich auf eine große und weite Wiese führt. Und spürst unter deinen Fußsohlen diesen Weg. Vielleicht fühlt er sich glatt oder uneben an, weich oder hart. Spürst diese frische Luft vielleicht über deine Haut ziehen, durch deine Haare streichen und entspannst mit jedem Schritt ein bisschen mehr. Und läufst allmählich immer weiter in Richtung Wiese. Und schaust dir die Umgebung an, an dieser großen, weiten Wiese. Und vielleicht nimmst du Geräusche wahr, das Zwitschern von Vögeln. Oder das Rauschen der Blätter. Und läufst schließlich mitten auf diese große und weitläufige Wiese. Du kannst hier vielleicht einige Blüten, Blumen, Sträucher, in der Ferne vielleicht sogar Bäume, Berge, was auch immer erkennen.
und läufst immer weiter hinein. Hörst auch die Geräusche deiner Schritte. Und entdeckst plötzlich in der Ferne einen großen Heißluftballon stehen. Und du steuerst darauf hin, läufst immer näher und entdeckst plötzlich die Farbe dieses großen Ballons. Vielleicht sogar mehrere Farben. Lass dich überraschen, wie es auftaucht. Dieser Heißluftballon, der wie auf dich gewartet hat. Der dich einlädt, eine Reise zu tun. Und kommst allmählich in deinen Schritten immer näher. Kannst den Korb deines Heißluftballons immer deutlicher erkennen. Bis du schließlich direkt davor stehst. Siehst diese kleine Tür im Korb. Und kannst hineinsteigen, sollte es etwas oder jemanden brauchen, den du auf diese kleine Reise mitnehmen möchtest, damit es dir dann noch besser geht, dann kannst du das nun tun. Und schaust dich hier in deinem Korb des Heißluftballons ein wenig um. Und siehst, wie außen schwere Sandsäcke diesen Korb am Boden halten, befestigt mit Seilen, die am Korb hängen. Und so kannst du nun, wie durch Zauberhand, das Feuer des Heißluftballons entzünden. Und der Ballon beginnt sich zu bewegen, wird allerdings gehalten von all den Sandsäcken. Und so kannst du nun ganz bewusst beginnen, den ersten dieser Säcke mit Ballast abzuknoten. Und schon steigt dein Ballon ein wenig höher. Du bemerkst, wie der Korb sich schon ein wenig bewegt und die Reise nach oben beginnt. Du kannst nun den nächsten Sack mit Ballast abknoten. Und es kann sogar sein, wenn du genau hinschaust, dass du vielleicht auf diesem Sack lesen kannst, um welchen Ballast es sich dabei handelt. Du musst es allerdings nicht wissen, kannst deinem Unterbewusstsein vertrauen, dass es genau das hineinpackt, was nun endlich gehen darf und soll. Und schon fliegst du wieder ein Stückchen höher. Und knotest auch die anderen Säcke nach und nach ab. Und hörst sogar, wie die Säcke nun zu Boden fallen, weil du immer weiter aufsteigst. Und spürst, wie alles leichter wird um dich herum und sogar der Luftzug allmählich ein bisschen stärker wird. Bis du alle
Sandsäcke, Ballastsäcke im Außen abgeknotet hast und genießt die neu gewonnene Aussicht. Schaust vielleicht weit übers Land und atmest diese frische Luft. Füllst deinen gesamten Körper mit dieser Frische an. Und bemerkst, wie du dennoch auf dieser Höhe noch ein wenig eingeschränkt bist und kannst nochmal den Innenraum deines Korbes betrachten. Ob es da vielleicht noch einen weiteren oder mehrere Säcke gibt, die du über Bord werfen möchtest. Und kannst auch schließlich die alle abwerfen, ziehen lassen und steigst mit jedem Mal ein bisschen höher. Bis schließlich dein Ballon frei fliegen kann und immer weiter nach oben steigt. Du immer weiter übers Land blicken kannst und spürst die Luft durch deine Haare. Und fliegst sogar so hoch, bis du in den Wolken landest. Nimmst diese leichte Feuchte wahr, wie die Wolken um dich herum und dein Ballon sogar noch weiter steigt und noch weiter. Und dich dieser Ballon sogar noch weiter nach oben trägt, so weit, bis du schließlich die Wolkendecke durchbrichst. Ganz weit oben im Himmel. Du sicher getragen von deinem ganz eigenen Ballon und schaust dich um über den Wolken und entdeckst plötzlich in der Ferne ein Licht, das dich wie magisch anzieht, in einer ganz besonderen Farbe. Und kannst deinen Ballon mit deinen Gedanken steuern, bist eingeladen, zu diesem Licht zu fliegen. Es ist dein ganz persönliches Himmelslicht und fliegst immer näher und näher. Vielleicht kannst du sogar wahrnehmen, wie dieses Licht allmählich bis zu dir leuchtet. Bis du schließlich ganz nah bist und wenn du magst, direkt in dieses Himmelslicht, dein eigenes Himmelslicht hineinfliegst. Dich komplett umhüllt, dich durchleuchtet, dich mit Licht füllt, wenn du es zulässt. In dieser ganz besonderen Frequenz, in deinem ganz eigenen Himmelslicht, dich auftankst, auflädst mit dem, was dir wirklich hilfreich ist. Und es kann sein, dass du hier mitten in diesem Licht sogar einen Ton wahrnimmst oder eine Melodie. Und sogar ein ganz besonderer Geschmack. Vertraue deinem allerersten Einfall. Und
und nimmst wahr, wie sich diese wunderbare Umgebung in dir anfühlt. Wie es sich in deinem Körper anfühlt, mitten in deinem Himmelslicht zu sein. Um dann noch einmal 3 tiefe Atemzüge zu machen, um alles tief in dir zu verankern, was dir hier hilfreich ist. Alles Licht in dich hineinströmen zu lassen, bis in alle Bereiche deiner Zellen. Und während ein Teil von dir weiß, dass er zu jeder Zeit wieder hierher zurückkehren kann, wann immer es hilfreich ist für dich, dich hier mit dem Licht zu verbinden, kommst du nach und nach wieder hier auf deinen Sofa, auf deinen Stuhl, auf dein Bett an. Mit jedem weiteren Atemzug immer mehr spürst deinen Körper, wie er hier aufliegt, die Kontaktflächen. Lässt erste Bewegungsimpulse wieder auftauchen, beginnst dich vielleicht schon ein wenig zu strecken und zu recken, wie nach einem langen, langen Schlaf. Vielleicht zu gähnen und bist dann wieder voll und ganz im Hier und Jetzt und kannst in deinem Tempo wieder die Augen öffnen.